Einen wunderschönen guten Tag da draußen, herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf dem ehrlichsten Kanal von YouTube. Ey Leute, lasst euch bloß nicht beirren, habt eure Meinung, egal was gerade in diesen verrückten Zeiten los ist. Wir hatten schon genügend Politiker, die uns angelogen haben, die uns weismachen wollten. Lauft mit uns mit, dann seid ihr auf der richtigen Seite. Habt eure eigenen Gedanken, lasst sie euch nicht verwehren. Und wenn man wirklich der Meinung ist, dass man Fehler begangen hat, dann kann man sagen, tut mir leid, das wollte ich nicht. Die Menschen laufen gerade alle hinterher. Und auch bei Lanz, mein Hauptvideo jetzt, da geht es um die paar Leute, die da das Lied gesungen haben. Ausländer raus. Deutschland den Deutschen. Deutschland den Deutschen, daran ist ja erstmal gar nichts verkehrt. Unser deutscher Pass. Ja, den kann man schnell wieder loswerden. Habe ich jetzt selber erfahren, dass man mir anscheinend irgendwie mein Deutschschein wegnehmen möchte. Laut Polizei. Aber ich bleibe im Herzen immer Deutscher. Selbst wenn ich keine Papiere mehr hätte, bleibe ich Deutscher. Doch Deutsch werden, das kann jeder jetzt. Also zumindest den Pass haben. Die Wurzeln sprechen was ganz anderes. So viele Menschen wurden 2023 nach Deutschland eingebürgert. So viele wie seit der Jahrtausendwende nicht. Beinahe doppelt so viele wie noch 2014. Sind nun nicht mehr Ausländer und nicht Deutsche. Sie haben nun einen deutschen Pass und gehören somit zum deutschen Staatsvolk. Mit allen Rechten und Pflichten. Aus dem selbsternannten Einwanderungsland Deutschland ist ein Einbürgerungsland geworden. Danke Politik, danke. Wenn die Gewaltakte und die Kriminalität steigt, dann sagt man, ja, das sind Zahlen, da müssen wir ein bisschen gegenwirken. Das war's. Wenn aber 4, 5 Leute da so ein Liedchen trällern, dann ist die ganze Demokratie in Gefahr. Aber aufgepasst, es gab noch ein Lied. Ich will die AfD, es kann doch echt nicht sein, dass ich keinen einzigen Deutschen mehr sehe. International ist zu viel, ich hab keinen Bock, ich hab als einziger Deutscher an meiner Klasse im Gymnasium gehofft, wie kann das sein, AfD. Zum Schluss des Videos spiele ich euch das ganze Lied ab. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt, dass diese ganze Antifa-Leute die wahren Faschisten sind. Israel-Hasser, sie wollen Leute ausgrenzen, sie wollen am besten AfDler, dass sie angezeigt werden, dass man die erkennen kann. Leute, überlegt! Geschichte! Was war damals? Es sind die falschen Leute. Es ist doch, mir ist doch egal, wer wie wo lebt. Und mir ist doch auch egal, wer wen wählt. Doch, lebst du in Europa, in einem Land, wo du nicht gebürtig bist, wo deine Wurzeln nicht herkommen, hast du dich dort an Rechte und Pflichten zu halten. Und wenn du das nicht machst, sollst du aus dem Land wieder abhauen. Ganz so einfach. Nun kommen wir zu den Sultern, zu den 4, 5 Leuten da, die Demokratie gefährden. Herr Huber, was haben Sie gedacht, als Sie das gesehen haben? Friedrich Merz sagte, das ist auch mit Alkoholkonsum nicht zu erklären. Ich war wirklich schockiert, weil ich bei diesen Textzeilen ja nicht an flotte Beats und Party denke, sondern bei mir kommen die Erinnerungen hoch an die 90er Jahre, an Rostock-Lichtenhagen, an Hoyerswerda, an die Ausschreitungen. Stopp! Ich hasse das, wenn man meine Heimatstadt ständig damit in Verbindung bringt. Also was für ein Schwachsinn, solange keiner von diesen Leuten dabei war, einfach mal Maul halten. Weil es waren doch nicht die Rostocker, die da nachher die Steine geworfen haben und. Es sind doch alle dazugekommen. Also jedes Mal, wenn ich das höre, ne, kotzt mich so an. Auch das war ein Problem von der Regierung. Die ZAS damals in Deutschland, in Rostock, konnte die ganzen Flüchtlinge nicht mehr aufnehmen. Und deswegen haben die vorm Sonnenblumenhochhaus in Lichtenhagen kampiert. Und ich als Kind bin da rübergelaufen und glaubt mir, da war ein Eurospar gewesen, ich weiß genau, was da passiert ist. Ja? Die haben da hingeschissen, die haben da gevögelt auf dem Boden, die haben beklaut, gebettelt. Das war richtig widerlich, da durchzugehen. Das hat mit unserer deutschen Kultur gar nichts zu tun. An Springerstiefel und Skinheads und deswegen finde ich solche Aussagen und solche Aufnahmen. Ja, wie gesagt, schockierend und ekelhaft, wie auch in diesem ganzen Umfeld diese Textzeilen skandiert werden. Das ist für mich absolut untragbar. Schockierend, ekelhaft. Frau Sahebi sagt, was ist eigentlich das Thema? Die sind nur ehrlich. Sind sich alle einig, wie schrecklich das ist? Und sich aber zu überlegen, warum es sowas gibt und wo das herkommt und was man vielleicht selbst damit zu tun hat, das wurde überhaupt nicht getan. Gerade auch nicht von der CDU, CSU, aber eigentlich von allen Parteien nicht. Sehr wahrscheinlich gesagt, aber sowieso irgendwie von allen Parteien nicht. Weil es ist doch ganz klar, egal was du wählst, du bekommst den gleichen Schrott immer und immer und immer wieder. Was auch immer du wählst, wähle die Demokratie. Ich wusste gar nicht, dass
die Linken im Bundestag als Demokraten gesehen werden. Irgendwie kamen die doch nie an die Macht. Also, was auch immer du wählst, wähl die Demokratie. Ich bin für eine Demokratie, aber nicht so, wie ihr sie uns gerade vorlebt. Und dass ihr euch fühlt wie Könige und wir sind nur die dummen Bauern. Das finde ich nicht gut. Aber genau so behandelt ihr das Volk auch. Immer mehr Geld rausnehmen für eure Gunsten. Was habe ich letztes Mal gelesen? Über 50% geht jetzt schon drauf. Dafür, für den Staat von deinem Erarbeiteten. Ich habe immer gedacht, als Selbstständige ist es nur so, dass du Zahlemann und Söhne bist für den Staat. Welchen Vorwurf formulieren Sie da gerade? Ich würde es gar nicht als Vorwurf bezeichnen, sondern ich, also dieses Deutschland an den deutschen Ausländer raus. Das ist ja sehr klar. Es muss aber nicht mal alles klar sein, was aber inhaltlich gleich ist. Und ich habe eben auch das Beispiel gebracht, die Forderung, nur als Beispiel der CDU-CSU, dass man Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, wenn sie bestimmte Straftaten begehen, die deutsche Staatsangehörigkeit entzieht. Das bedeutet, dass bestimmte Menschen mit einer bestimmten Herkunft nie echt deutsch sind. Und das ist nichts anderes als die Trennung von echten Deutschen und nicht echten Deutschen. Mir als Ur- und Bio-Deutschen kann man meine Unterlagen verwehren, das heißt also mein Pass, sämtliche Sachen, die kann man mir sperren lassen, wusste ich nicht. Wie gesagt, ich habe vor kurzem ein Video gemacht, wo ich umhergelaufen bin, da hat mich Polizei angerufen, ich habe die Polizei angerufen und da haben die mir das gesagt, dass sie sämtliche Sachen sperren können von mir. Also, es geht nicht nur Nicht-Deutschen so, sondern auch Deutschen so, wenn sie was gegen den Staat gemacht haben. Wo sind denn diese rassistischen Narrative in uns, in der Politik, in den Medien, in der Gesellschaft? Okay, das ist eine interessante These, Herr Huber. Was sagen Sie dazu? Ich finde diese Argumentation etwas grotesk, weil Sie den Eindruck erwecken, die Forderung von CDU, CSU in gewissen Fällen die doppelte Staatsbürgerschaft zu entziehen, die würde sich mit Bagatellen beschäftigen. Unsere Forderung bezieht sich darauf, dass diejenigen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage stellen, diejenigen, die unser Grundgesetz nicht akzeptieren, die wollen doch mit diesem Land überhaupt nichts zu tun haben. Sie wollen doch gar nicht das Grundgesetz akzeptieren. Aber warum arbeiten denn so viele mit den Antisemiten zusammen? Oh, die Antifa, Israel-Hasse, Ausgrenzung, da ist es doch wieder. Weil hört mal genau hin. Was diese Dame zu sagen hat. Spätestens jetzt sollte man sich doch die Frage stellen, wie es damals dazu kommen konnte, dass ein ganzes Land gefolgt ist. Wie es sein konnte, dass man sich gegenseitig verriet und glaubte, man stünde auf der richtigen Seite. Ist so. Liebe Antifa, ich weiß, ihr denkt, ihr kämpft auf der richtigen Seite. Aber ihr werdet tatsächlich mal diejenigen sein, die leugnen, dass sie mitgelaufen sind. Dazu auch der Einwand. Auch damals bei der Corona-Zeit, ich war gegen die Impfung. Ey, ich lass mich doch nicht irgendeine Scheiße, nur weil das irgendwelche Leute erzählen und die Medien breitreten, lass ich mich doch nicht impfen für irgendeinen Rotz. Ja, wo ich weiß, vorsichtig. Und was ist? Alle laufen hinterher und die zeigen mit dem Finger auf dich. Ja, oh, der ist ein Ungeimpfter. Na und ich scheiß da drauf. Ich hab auch immer darauf geschissen, auf sämtliche Meinungen. Es könnten mich alle hassen und das wäre mir egal. Also, ich hab meinen eigenen Kopf. Und du kannst nicht jeden Scheiß glauben. Und ich glaube, ne, wenn ich sowas höre, ja, hier waren früher alles Rechte und sowas. Was für ein Schwachsinn. Die NSDAP war ein Teil rechts und ein Teil war links. Und ein Adolf Hitler war ganz klar links gewesen und kein Rechter. Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Ja. Ihr seid die, die wieder mitlaufen. Und ja, man hat euch in der Schule und auch sonst wo indoktriniert, damit ihr mitlauft. Genauso ist es damals auch gelaufen. Man hat euch genau dort an diesen Punkt gebracht, wie man es auch damals schon getan hat. Es gab die eine richtige Meinung für das gesamte Volk und den einen Feind. So ist es. Ich weiß, das ist für euch schwer zu begreifen, weil es alles umgekehrt ist von dem, was man euch erzählt. Aber ihr seid diejenigen, die wieder mitmarschieren. Ihr entscheidet euch dafür, auf der angeblichen richtigen Seite zu sein. Aber ihr seid genau das Problem von damals. Der Faschismus war schon immer links und er ist es heute genauso. Und auch heute ist diese Seite wieder extrem gewalttätig und äußert Aussagen wie, gewisse Menschen sollten rausgeschoben werden oder sogar in Lager gesteckt werden. Liebe Antifa, liebe jungen, verlorenen Seelen, ich weiß, es fühlt sich gut an für euch zu schreien, gegen rechts, wir sind gegen Nazis. Aber ihr seid nichts anderes als ein mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwilliges Staatsinstrument. Ihr folgt. Und genau so ist es. Was an diesem Video ja
so abstoßend ist, ist die, wie sicher sich diese Leute fühlen, während sie da ihren Lifestyle-Rassismus, während sie ihren Lifestyle-Rassismus ausleben. Das heißt, sie müssen Lifestyle-Rassismus. Also sie müssen ja das Gefühl haben, mir kann keiner was. Ich sage da eine Parole, die, da haben Sie ja recht, in den 90er Jahren assoziiert wurde mit seit den 90er Jahren assoziiert wird mit Neonazis und mit Ausschreitungen, Hitlergruß und weiß nicht was. Das ist aber seltsam, wenn die SPD also Deutschland den Deutschen sagt, sind es doch also die Faschisten, ja? Das ist schön, wenn die Dame vom Spiegel das so behauptet. Auch klar ist, dass wir Migration begrenzen müssen, dass wir Integration einfordern müssen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, was wir auch klipp und klar sagen, dass wir den Rechtsextremismus entschieden bekämpfen müssen und dass solche Szenen wie in Sylt absolut untragbar sind. Das ist kein Rechtsextremismus. Das ist Rassismus. Das ist ein Unterschied. Es gibt Rechtsextremismus und Rassismus ist ein Teil von Rechtsextremismus. Das kann man nicht zusammenbringen. Deswegen, das kann man, ist auch keine Bezeichnung für beides. Genau. Kurz dazu. Rassismus hast du in jedem Land. Jeder liebt doch sein eigenes Volk. Also sind wir mal, also die meisten auf jeden Fall. Nicht alle, ne? Antifa, ihr auf jeden Fall nicht. Und das ist doch egal, ob du, wo du lebst. Gestern, bestes Beispiel, wir gehen auf ein Amt. Ich brauchte für meinen Sohn Geburtsurkunde, dauert alles länger. Kommt mir Spanisch vor, das ist das Problem. Wir reden mit derjenigen Dame Spanisch. Und die redet so schnell wie ich in der deutschen Sprache. Und dass dann Leute da nicht hinterherkommen, ist ganz normal. Die das jetzt nicht perfekt können. Und da war eine Sache gewesen. Denn unterhalten die sich da zu dritt? Man lebt hier und kann die Sprache nicht. Das ist aber traurig. Und wir haben es verstanden. Und so einen Alltagsrassismus, das spürt man hier ganz oft. Ganz oft wird man ausgegrenzt. Und das als weißer Europäer. Aber es ist einfach so. Es gibt Rassismus in jedem Land. Und das ist kein deutsches Problem. Und es gehört zu der Gesellschaft dazu. So wie es auch dazu gehört, dass Leute eine ganz andere Meinung haben als Rassisten oder Leute, die eher rechts sind als links sind. Dafür ist eine Demokratie da. Und das sollte man aushalten. Müssen wir das ertragen? Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus 2010, und der bezieht sich auf Augsburg, also auf Bayern. Da gab es damals eine Initiative, ich muss das mal zitieren, Ausländerrückführung für ein lebenswertes Augsburg. Da gab es dann ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, 130 Strafgesetzbuch, gegen die Menschen, die diese Plakate geklebt hatten. Das ging dann bis zum Bundesverfassungsgericht. Und 2010 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Meinungsfreiheit ist stärker. Das müssen wir aushalten. Insofern ist die Antwort auf Ihre Frage, Herr Lanz, wir müssen es aushalten. Alles für Deutschland. Wussten Sie, frage ich Sie jetzt, dass das eine SA-Parole ist? Herr Huber, wussten Sie das? Oh, jetzt bin ich aber gespannt, was da rauskommt. Ich bin auch kein Geschichtslehrer. Nein, ich frage, das ist ja egal. Dumme Aussage. Jeder kann das ja sagen. Genau. Es geht ja nicht um. 99% der Bundesbürger wussten es nicht nach den empirischen Daten. Deswegen stellt sich die Frage. Ruprecht Polenz, ne, den Sie kennen, der sagte, Top-Jurist. Ich wusste das auch nicht. Es wusste eigentlich niemand. Und dafür wird jemand angezeigt. Das ist genauso. Ich hatte mal reingeschrieben in einer Dings Deutschlanderwache. Auch das ist ja in Deutschland nicht erlaubt. Trifft mich also nicht. Aber so viele haben reingeschrieben, Baba, das ist Nazi-Vokabular und. Ey Leute, ey, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich kann mir nicht jeden Scheiß merken, der ganz weit vor meiner Zeit war. Sogar vor meinen Eltern noch. Meine Großeltern. Gerade mein Opa, der war bei der Wehrmacht. Aber ich doch nicht. Ich kann mir doch nicht jeden Scheiß merken. Ja, ich bin einfach nur Deutscher, der fast sein Leben lang in Deutschland gelebt hat und somit auch mit der deutschen Sprache aufgewachsen ist. Ich finde, das war ein klasse Beispiel gewesen. Es wusste keiner. Es wusste keiner. Und da sagt ein Gericht, ja, jetzt machen wir eine Strafe dafür. Sorry. Alles für Deutschland, alles für meine Heimat. Ich verstehe das. Das hat mit der damaligen Zeit nichts zu tun. Darf ich mal fragen in dem Zusammenhang, was bedeutet das für Kathi Hummels dann? Für wen? Kathi Hummels. Hat die das auch gesagt? Oder? Was, ja, das ist eine sehr bekannte Influencerin, die genau diesen Satz benutzt hat. Und hinterher, also nach als Höcke, Björn Höcke, nach Höcke ihr schrieb und sagte, ich muss sie jetzt leider anzeigen, weil sie haben diese böse Parole benutzt. Der Punkt ist nur, der Erste, der es benutzt hat, war eigentlich er. Und deswegen, alle anderen, die es danach benutzen, fallen in den Bereich der Strafbarkeit. Das wäre auch unumstritten. Es ist sowas Behindertes, also wirklich, ach Gott.
Nee. Es kommt ja schon immer auf den Kontext. Naja, die nicht bei den Kennzeichen. Wenn die Kathi Hummels auf eine Bierkiste am Hamburger Hauptbahnhof stellt, es kommt auf politische den Rede an, hält, dann ist was anderes. Bei Volksverhetzung kommt es auf den Kontext an. Aber bei den Kennzeichen ist es ganz klar. Das haben wir auch bei Hamas-Kennzeichen, bei antisemitischen Kennzeichen. Da ist es ganz klar, weil ich brauche nur eine verbotene Organisation, sei es die Hamas oder die NSDAP. Mhm. Ich benutze ein Symbol dieser Organisation, da bin ich in der Strafbarkeit. Ich muss nur wissen, dass das ein Symbol dieser Organisation ist. Es geht um dieses Zeichen da hinten. Mhm. Das, also ist auch dieses, glaube ich, so ist das gewesen von der IS oder so, ne? Also dann müsste man doch auch, wie hieß denn der Fußballspieler, Rüdiger oder sowas? Arnold, Antoff, Rüdiger? Ich weiß nicht, wie der hieß. Na, der Schwader halt. Müsste man auch anzeigen. Also das ist ja anscheinend, ach egal. Ihr wisst, was ich meine. Unsere Rolle, die Rolle der Medien, wenn die Spiegel-Chefredakteurin hier auch sitzt, da wurden Klarnamen veröffentlicht, da wurden Gesichter gezeigt, da wurden Telefonnummern bekannt gemacht, da wurden Arbeitgeber bekannt gemacht. Ich glaube, bei uns jetzt nicht, aber nein, wenn Sie ich sage fragen, jetzt aber prinzipiell. Generell, ja. Also mit anderen Worten, da wurden Menschen sehr hart an den Pranger gestellt. Es ist doch so, hart an den Pranger gestellt, die waren vogelfrei anstatt auf einmal. Mit denen durfte man alles machen und das geht halt nicht. Und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es gibt halt zu viele Leute, die meinen, dass ihre Meinung richtig ist und alles andere ist verboten. Und wenn jemand Kennzeichen ist, dann darfst du da alles möglich mit denen machen. Und in manchen Fällen wird sowas einfach geduldet. Weil dazu möchte ich nämlich jetzt noch eins sagen. Öffentlich-rechtliche Rundfunk sich lieber über Skandale stürzen, die dieses Land in ein rechtes oder rechtsextremes Licht drücken, hat man ja gesehen jetzt bei dem Skandal in Sylt, wo ich gar nicht erst über die inhaltliche Bewertung dessen, was dort passiert ist, reden möchte, weil solche Dinge sich verbieten. Aber das, was daraus gemacht wurde, natürlich ein riesiger, aufgebauschter Skandal ist. Und ich möchte Ihnen das mal an vier Beispielen belegen. Währenddessen der WDR, und ist ja auch eine Rundfunkanstalt, die Bilder und die Gesichter derjenigen, die auf Sylt waren, veröffentlicht hat, ohne sie zu verpixeln, weil er sagt, das wäre ein Ereignis der Zeitgeschichte, hat man zum Beispiel in der Tagesschau, als es um diesen Ahlender FDP-Politiker ging, der sich mit Kot ein Hitlerbart geschmiert hat und Heil Hitler den Arm gehoben hat und gleichzeitig auch noch Männertoiletten und Urinale abgeleckt hat und dabei die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen hat, damit begnügt, den Namen abzukürzen. Und in keinem Artikel des öffentlichen Rundfunks wurde ein Bild dieser Person abgebildet. Gehen wir doch mal weiter. Gucken wir uns das an mit der grünen Bezirksverordneten Boden oder wie heißt sie? Boden, genau, die einen den Hitlergruß gemacht hat, als sie betrunken über die 115 gefahren ist und der Polizei dann den rechten Arm gezeigt hat und Heil Hitler gebrüllt hat. Da wird darauf verzichtet, ein Bild der Dame im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu zeigen. Und in der Taz, wir haben ja immer von der Taz hier, es ist noch besser, da steht, eine Berliner Bezirkspolitikerin fuhr betrunken Auto und zeigt den Hitlergruß, sie trat daraufhin zurück. Ihr Karriereende muss das nicht bedeuten und es sei ein bedauerliches Malheur. Stellen Sie sich das mal vor, es ist ein bedauerliches Malheur, wenn eine Grünpolitikerin den Hitlergruß macht. Und dann kommen wir nochmal zu einem ZDF-Artikel, wo es um eine Messerattacke ging. Und ich glaube, da spreche ich vielen Leuten in diesem Land aus der Seele, die diese Scheinheiligkeit in der Berichterstattung nicht mehr ertragen können, wenn es um Leute geht, die wirklich schlimme Dinge tun, wie zum Beispiel Frauen vergewaltigen, Kinder vor Schienen schubsen oder Frauen sogar umbringen. Gehen wir mal zu dem Ibrahim A., der Messertäter von Bruckstedt. Der Name ist abgekürzt. Gehen wir mal weiter in dem ZDF-Artikel. Der Mann ist verpixelt. Ich glaube, aus Sicht der Eltern hat dieser Mann jedes Recht auf Verpixelung verloren. Absolut richtig. Und das ist zweierlei Maßmessen. Und das wird von dieser Politik einfach so herrlich hingenommen. Oh, wenn es um mich selber geht, dann sind wir alle fein raus. Deutschland den Deutschen, nicht wahr, SPD? Und das ist die ganze Zeit so. Es ist immer so. Und solange man das nicht wahrhaben möchte, dann wählt bitte das, was ihr wählen wollt. Das ist ja in absoluter Ordnung. Aber beschwert euch doch nicht. Beschwert euch nicht über jeden Scheiß. Ja? Und ich weiß, wir Deutschen sind Weltmeister in Beschweren. Das weiß ich. Ja? Wir gönnen kaum jemandem was. Und komm, wenn ihr im Urlaub seid, ist es eine schöne Zeit. Die Leute sind viel besser drauf, nicht wahr? Ja, in Deutschland ist alles anders. Wenn ihr hier seid zum Beispiel, auf Mallorca, ihr seid andere Menschen. Ich weiß, manche haben das Gehirn am Flughafen vergessen, irgendwo, wo sie gestartet sind. Aber ihr fühlt euch wesentlich besser. Ihr habt nicht diesen Alltagstrott wie in Deutschland. Und deswegen lauft ihr mit einem Lächeln meistens umher. Das ist doch geil. Es ist doch absolut geil. Und in Deutschland zieht man sein Gesicht wieder runter und ist einfach miescremig. Also, ihr müsst wissen, wen ihr wählt. Aber ihr müsst auch mit den Konsequenzen umgehen können.
Also ich finde, die Medien sind noch mal eine Sache. Da ist mir aufgefallen, wie schnell offensichtlich auch die Anwälte dieser Leute gehandelt haben. Also dass da ungepixelte Bilder gezeigt wurden, das war sehr schnell verschwunden, ist mir aufgefallen. Und ich finde, das hat auch nichts mit Zivilcourage zu tun, diese Leute jetzt da zu jagen irgendwie im Netz, sondern man muss eher überlegen, was bedeutet das für uns alle. Und insofern hat dieses Video, finde ich, schon was Gutes gehabt, weil es auf sehr... Interessant, was bedeutet das für uns alle? Das finde ich sehr interessant, weil... Bei anderen Taten, Straftaten, spricht man nicht immer von, ja, das ist nur einer von vielen. Da sollte man auch nicht alle nehmen, aber jetzt redet man von alle, was es für uns bedeutet. Das kann es ja nicht sein. Also, ich denke mal, viele Deutsche finden das nicht richtig. Und es gibt andere Deutsche, die sagen, ja, raus mit den Ausländern. Leute aus einer gediegenen bürgerlichen Schicht, die sozusagen, wo glaube ich viele Menschen noch denken, Rassismus, das ist was eine Spezialität für Ostdeutsche oder für ungebildete Menschen oder so, aber dass es den Rassismus in allen Schichten gibt, ich finde das mal so in Farbe und Bewegtbild vorgeführt zu bekommen, das ist glaube ich, das kann theoretisch sagen, auch einen guten Effekt haben. Das stimmt, aber es ist jetzt wirklich nichts Neues, ne? Ja, ich glaube, für viele Leute ist das schon noch so eine Vorstellung, dass die das sozusagen in den besseren Kreisen, das tut man nicht. Also wenn das die Ansicht ist, tut mir leid, das ist doch Blödsinn. Du hast doch ein ganz klares Menschenbild. Und da ist es doch egal, ob du jetzt ungebildet bist oder gebildet bist. Aber was glaubt ihr denn, alle, die früher in der NSDAP waren, dass die alle ungebildet waren? Glaubt ihr das wirklich? Also was mich auch getroffen hat, war schon die Reaktion vieler Menschen die mit Migrationshintergrund, die gesagt haben, so, also mich überrascht das überhaupt nicht. Ich begegne diesem, also gerade in bürgerlichen Kreisen, einem eben diesem Lifestyle-Rassismus, dem begegne ich tagtäglich und mich überrascht an diesem Video nichts. Und ich finde, das ist schon eine Botschaft, die wir sehr ernst nehmen müssen. Und das sind Erfahrungen, auf die wir hören müssen. Und anstatt eben diese Leute zu verfolgen im Netz und die bloßzustellen, sollte jeder wahrscheinlich erstmal für sich selber überlegen, was bedeutet das, was ich interessant fand, für mich und mein Umfeld. Das 17. Bundesland Mallorca, die Trauminsel von Deutschland. Glaubt ihr, dass die Mallorquiner uns mögen? Allesamt? Natürlich nicht. In Palma, da hassen die gerade sogar Ausländer und Touristen, weil die ganze Stadt blockiert wird. Mallorquiner mögen anscheinend auch keine Spanier. Ja, das ist auch so. Aber das ist halt menschlich. Ja, also ist doch... Rostocker mögen keine San Paulianer. Also, man muss sich ja nicht immer mögen. Aber man kann ja trotzdem friedlich miteinander auskommen. Gerade viele Menschen aus der migrantischen Community sagten, bitte, lasst bitte die Staatsanwaltschaft, lasst die Ermittler ihre Arbeit machen, aber rüstet mal medial ein bisschen ab. Das war der erste Punkt, das fand ich sehr interessant. Und das zweite war, dass viele sich auch in die Richtung äußerten und sagten, trotz alledem würde ich niemals sagen, da tanzt und singt die deutsche Gesellschaft. Mhm. Das fand ich interessant. Und wer tanzt dann da stattdessen? Oh, und wer tanzt dann dann? Das heißt, die Frau vom Spiegel, wenn es um Taten geht von Ausländern, dann ist es immer nur diese eine Person, das habe ich ja gerade schon gesagt, das Bild der Gesellschaft. Ein Land ist nicht rassistisch. Ich nenne auch Menschen nicht rassistisch. Es geht darum, Sachen zu beschreiben. Was sind rassistische Narrative? Was sind antisemitische Narrative? Ebenso muss man auch drüber sprechen und die muss man beschreiben. Das ist alles. Es geht nicht zu sagen, Deutschland ist rassistisch oder die Deutschen sind rassistisch. Nein, aber ich war gerade zufällig in den USA, als das jetzt passiert ist. Und ich kann Ihnen sagen, das Bild des hässlichen Nazi-Deutschland war aber ganz schnell wieder gemalt. Und das finde ich schwierig. Da haben wir auch als Medien, ehrlich gesagt, eine Verantwortung. Oh, dein Ernst. Ich hab's gerochen. Okay, wir kümmern uns darum. Die Medien... Wenn ihr reinschreiben überall Nazis, 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 dann, hey Leute, das lesen auch andere Länder. Ja, also das machen wir nicht wir und ich würde solche Menschen nicht als Nazi hinstellen. Ganz, ganz einfach. Wie gesagt, meine Meinung kennt ihr und ich wiederhole es nochmal gerne. Die Leute, die Straftaten in Deutschland verüben und die sollten nicht mehr in Deutschland bleiben, die sollen dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Und zwar in ihrem eigenen scheiß Land. Doch dazu noch eine Meinung. Da kann ich nämlich schnell die Windel wechseln gehen. Sie sprechen davon, dass diese fünf Jugendlichen eine Demokratiegefährdung dargestellt haben. Nein, sondern die Demokratie hält so etwas aus. Tatsächlich. Und die Demokratie hat so etwas immer ausgehalten. Die Demokratie und die Mehrheitsmeinung der Menschen ist viel stärker als der eine oder andere Betriebsunfall, auch wenn es ein politischer oder ideologischer Betriebsunfall ist, den man diesen fünf Jugendlichen unterstellen könnte. Wissen Sie, was wirklich demokratiegefährdend ist? Und da bin ich wieder mal bei Ernst Sitting, eine kleine Zeitung vor zwei, drei Tagen.
ist, wenn deutsche Politiker jegliche Relation verlieren in ihrer Bewertung des Geschehenen und die gesamte Deutsche Republik in Flammen sehen. Den Untergang des demokratischen Deutschlands, weil fünf Leute Deutschland den Deutschen Ausländer rausgesungen hat. Und jetzt selbst geht's, gehen wir mal her. Deutschland den Deutschen ist strafrechtlich nicht relevant. Ist genauso wie Ronald Reagan, America first, wie Österreich zuerst, wie Europa zuerst, Andrea Schieder. Weil Europa zuerst bedeutet, Nigeria ist nicht dabei beim Herrn Schieder. Also er grenzt damit auch etwas aus. Und Ausländer raus ist bestenfalls ein Meinungsdelikt. Aber es eignet sich nicht dazu, fünf Jugendliche so vorzuführen, als hätten sie andere mit einer Machete umgebracht, einen Terroranschlag produziert oder sie wären die größten Schwerverbrecher. Und jetzt sage ich noch was. Und es eignet sich auch nicht, dass irgendwelche Redaktionshuren in Deutschland, das Boulevards und Tastaturprostituierten, daraus Champagner-Nazis machen. Jetzt erkläre ich Ihnen eine ganz eine nette Geschichte. Prosecco-Nazis, oder? Oder Prosecco-Nazis. Das ist ja verrückt, weil es eine Relativierung der Verbrechen des Nationalsozialismus ist. Aber jetzt erzähle ich Ihnen eine Geschichte. In einer Schule in Graz kommt es zu einer politischen Diskussion. Zwei Jugendliche, sogar mit Migrationshintergrund um die 16, sagen, ja, ich finde die Nazis gar nicht einmal so unanständig. Der Lehrerin stellt sie die Haare auf und sie denkt sich, um Gottes Willen. Zwei Schüler sagen, sie finden die Nazis gar nicht so unanständig. Fragt die Lehrerin, wie meinen sie? Ja, die FPÖ, die machen ja gute Politik. Und dann kommt der Lehrerin, fällt der Groschen, weil wir mittlerweile heute jeden als Nazi diffamieren, der uns nicht in unseren politischen Meinungskorridor packt, verleiten wir junge Menschen dazu, die Schrecken des Nationalsozialisten gar nicht wissen, quasi ganz normale Menschen wie mich oder andere Konservative als Nazis zu titulieren und die Angst vor den Nazis zu verlieren. Das ist das Thema. Die Kinder dort oder die Jugendlichen oder sollen es junge Erwachsene gewesen sein, das sind doch bitte schön keine Nazis. Das sind Deppen. Den Unterschied musst du halt einmal treffen. Und in dem Fall waren sie besoffene Deppen. Und an besoffenen Deppen passiert oft etwas. Ich weiß ja nicht. Bei einem Machetenmörder oder einem Vergewaltiger sagt ja die Politik immer, Resozialisierung, der muss resozialisiert werden. Den dürfen wir sein Gesicht nicht zeigen. Muss einen schwarzen Balken bekommen. Steht nur Ibrahim A. Kein voller Name. Wer muss ja resozialisiert werden? Ja, ja. Und die haben so viel erlebt und. Ey, Leute, es hat auch niemand interessiert. Echt? Du, meine Jugend habe ich mir selber anscheinend ausgesucht. Mein junges Erwachsenendasein, aber auch ich habe halt andere Sachen erlebt, was keiner erlebt hat, wenn man halt in gewissen Kreisen verkehrt. So ist das nun mal. Wir in Deutschland können ja nichts dafür, was die Amerikaner irgendwie über Deutschland denken. So einfach ist es nicht. Also wenn wir die Geschichte natürlich unvorstellbar groß machen, dann wird sie natürlich hier mal im Ausland auch mit einem anderen... Also Rassismus benennen führt dazu, sollte man nicht tun, weil dann könnte das auch... Drehen Sie mir bitte nicht die Worte im Mund um. Dann verstehe ich es nicht. Ich finde das abstoßend. Man sieht das und denkt, das ist doch nicht euer Ernst. Und vor allem der Kontext schockiert einen. Mein Problem war auch irgendwie nie so... dass ich Probleme habe mit Europäern im Allgemeinen. Alles nachher, was ich so wissen, wer denn in den Osten verschoben hat, fand ich nachher schon, so Rumänien, Bulgarien, fand ich jetzt alles nicht so geil. Afrikaner, doch, da fiel mir, glaube ich, nichts ein, wo ich sagen konnte damals, finde ich super. Auch jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich da gut finde. Juden, mich interessieren Juden nicht, also lass sie doch leben. Stört mich gar nicht. Ich hasse sie aber auch nicht. Irgendeiner meinte mal, ich bin Antisemitist, das stimmt nicht. Die sind mir auch völlig egal. Aber es sind auch andere Menschen egal. Steine sind halt ziemlich geil. Und Türken mochte ich früher auch nicht besonders. Aber ich habe gemerkt, dass die Türken sich sehr gut integriert haben. Und somit ist es dann irgendwie besser geworden. Und ich hatte auch schon tausendmal gesagt, ich hatte Syrer bei mir in der Firma. Die waren wirklich gut gewesen, aber die haben eine Einstellung, die ich selber nicht mag. Einfach, ich arbeite dann, wann ich es möchte. Das funktioniert halt in der deutschen Gesellschaft nicht. Und für meine Firma hat es auch nicht funktioniert, deswegen sind die nachher einfach verschwunden und habe ich damit natürlich dann gekündigt. Also das Problem ist nicht, dass, glaube ich, die ganzen Menschen Probleme haben mit allen Ausländern, sondern nur mit gewissen Gruppen, Ländern. Europawahl ist das Stichwort, Herr Huber, weil wir Sie heute hier haben. Wenn Sie nach der EU-Wahl entscheiden müssten, Koalition mit den Grünen oder vielleicht doch lieber mit den Fratelli d'Italia, bei wem wären Sie? Die Frage führt ein bisschen in die Irre. Warum? Weil Sie natürlich im Europaparlament... Die führt schon genau auf den richtigen Punkt. Ja, ich würde gerne ein bisschen ausführen, wenn ich darf. Ne? Ja, ja. Weil aber Sie natürlich nicht sagen, die Frage führt in die Irre. Die führt genau in den Kern der Problematik. Weil Sie natürlich im Europaparlament ein ganz anderes Gebilde haben von Fraktionen.
Und insofern geht es natürlich schon darum, zum einen einmal, dass wir als CDU/CSU, als EVP insgesamt möglichst stark werden. Und dass wir natürlich auch ein genau um Werte. Genau darum geht es bei dieser Frage. Wer ist Ihnen dann näher, wenn es um die Werte geht? Die Grünen, Frau Meloni, hier sehen wir Herrn Söder beim Staatsbesuch in Italien. Wer wäre Ihnen da lieber? Das ist genau der Punkt. Es geht im Europaparlament nicht um Koalitionen, sondern um Frage der sachlichen Zusammenarbeit. Und wenn Sie jetzt hier das Bild einblenden, dann sehen Sie doch auch, dass es hier um Zusammenarbeit auf staatlicher Ebene geht. Im Übrigen war auch im vergangenen Jahr Olaf Scholz mit Giorgia Meloni unterwegs. Es gibt ein Partnerschaftsabkommen von Olaf Scholz mit Giorgia Meloni. Ich weiß nicht, ob das medial auch so intensiv begleitet worden ist. Natürlich muss man auch auf staatlicher Ebene zusammenarbeiten. Wir haben hier auch gemeinsame Interessen. Ich kritisiere das Foto gar nicht. Wenn es um die Fragen geht, wie begrenzen wir Migration, wie organisieren wir die Energiesicherheit. Wir haben nicht so viel Zeit, Herr Huber. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Natürlich auch darum, wie simple arbeiten Frage. Wir zusammen. Koalition mit den Grünen oder mit den Fratelli d'Italia von Frau Meloni? Jetzt geht es doch erstmal darum, dass wir Wahlkampf machen, dann schauen wir uns das Wahlergebnis an und dann schauen wir, wer unsere Werte teilt. Ja, ich möchte jetzt nur mal kurz eingrätschen und das ist nämlich das Problem bei dieser Politik. Bezieh Stellung. Bezieh einfach Stellung. Was ist das Problem, eine Stellung zu beziehen? Hast du Angst davor, dass Leute gegen dich vorgehen können, dass du Wählerstimmen verlierst? Bezieh doch Stellung. Aber das könnt ihr in der Politik nicht. Und diese ganze Show, die könnt ihr euch gerne anschauen, hier unten bei mir in der Beschreibung ist sie da drin. Das nehme ich schon einmal lange auf. Die Leute aus der Politik, ich möchte, dass die was sagen, was für uns Bürger interessant ist und dass wir als Deutsche aus Deutschland auch im Vordergrund stehen und nicht irgendwelche scheiß Fahrradwege in verfickten Peru. Es ist noch unsere Steuergelder, wir gehen dafür buckeln. Wir gehen für andere Länder buckeln. Wer buckelt denn für uns? Darum geht's doch. So. Und diese Politik muss es schaffen, dass sie ganz klar auch mal Worte sagt, die man versteht und nicht um den scheiß heißen Brei umherredet. Und nun zum Schluss das Lied. Hört zu. Das war's. Okay, turn it off. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren. AfD, ich will die AfD. Es kann auch echt nicht sein, dass ich keinen einzigen Deutschen mehr sehe. Integration ist zu viel, ich hab keinen Bock, ich hab als einziger Deutscher meiner Klasse im Gymnasium gehockt, wie kann das sein? AfD, ich will die AfD, es kann auch echt nicht sein, PayPal? Dass ich keinen einzigen Deutschen mehr sehe. Integration ist zu viel, ich hab keinen Bock, ich hab als einziger Deutscher meiner Klasse im Gymnasium gehockt, wie kann das sein? Bei Gott, ich fühlte mich allein, sie sagten Drecksdeutscher zu mir, Junge, ihr lebt doch in Deutschland, seid ihr dumm. Aber Bro, wo ist denn das Problem? Weil am Ende des Tages will ich uns nur zusammen sehen. Sie sagen, ist er rechts? Junge, rechts ist doch nicht schlecht an alle Menschen, die die Grünen wählen. Bei Gott, ihr habt verpennt, ihr habt verschlafen. Ich will die Deutschlandflagge tragen wie die WM 2014. Ich will stolz sein auf mein Land und dafür nennen sie mich Nazi. Ach du Kacke, Gott verdammt. Ich hoffe, wenn der Song gemacht wird, wird der Song niemals gebannt. Ich seh das kommen, die Videos werden runtergenommen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich darf nicht sagen, was ich denke. Einfach nur, weil ich von euch damit ein paar Meinungen kränke. Wenn ihr keine hören wollt, dann sperrt euch gleich in fucking Schränke ein.